letzte, Freunde, virtueller Zeitverschwendung. Coelperin 100 ist hier in Arkham City und ist in der Form eines Weibchens, Catwoman Anne Hathaway, wie ihr es auch gerne hättet. Es tut mir leid, dass wir uns hier an einer Stelle befinden, die euch fremd sein dürfte. Ihr erinnert euch, das letzte Mal haben wir als Catwoman angefangen, den Part beendet, sollten wir es aus ihrem Apartment holen, was ich gerade testweise gemacht habe. Wie gesagt, nur testweise, denn wie ihr hört, habe ich hier ein neues Mikrofon vor meinem Gesicht stehen. Etwas T-Boniges. Womit ich dabei nicht gerechnet habe, ist, dass dieses Spiel jeden Furz, den wir von uns lassen, abspeichert. Genau, den ich ein bisschen. Das ist gesund. Und jetzt haben wir die Sachen schon aus unserem Apartment geholt. Habe ich so doof im Gefühl. Und deswegen müssen wir jetzt einfach so weitermachen. Ich glaube, es ist nichts passiert. Ich bin halt in mein Apartment gegangen, bin am Fenster geschlüpft. Sozusagen und habe meinen Stuff geholt. Man hat da nichts gesehen, nichts, gar nichts. Ihr habt nichts verpasst, wirklich, ich verspreche es euch. Und deswegen, ja gut, reden wir gar nicht weiter drüber, ne? Wir gehen hier jetzt einfach los zu Iffy. Pflanzen-Iffy. Sehe ich hier gerade mal nicht richtig? Doch, wir sind ja richtig hier, ne? Zack. Amusement Mile. Sag mal, bin ich bescheuert da hinten? Wo sind wir denn? Gott verreckt! Catwoman, mach da nicht so ein Crap hier. Ich entschuldige mich für alles, was jetzt hier... Oh, na damit hast du mich jetzt aber entschädigt, Catwoman. Ich entschuldige mich für alles, was jetzt hier tonmäßig noch nicht passen wird, denn ich bin ja mit diesem neuen Mikro ganz frisch unterwegs. Und, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Arkham City is an equal opportunities penal facility. So-called super criminals. Knack, du bist down. Guck mal, wir haben eine Peitsche. Oh shit, die Peitsche hilft nichts. Oh. Alter, wo schießt du auf uns? What the fuck? Wie gesagt, alles was hier tonmäßig jetzt gleich noch nicht so passen wird, ich werde das alles noch feintunen. Ich denke mal, ihr werdet relativ laute Mausklick-Sounds hören. Ich werde mich da schlau machen, wie wir das ein bisschen unterdrücken können. Ich bin hier jetzt fast gestorben. What the fuck? Ich wollte doch nicht zu meinen Zuhörern teilen. Den erklären, was hier alles noch nicht so passt. Manu. Wie dem auch sei, ich glaube, das Mikrofon wird uns allen gut tun. Mein altes war zwar nicht schlecht, aber ich hatte einfach Bock drauf, es hier mal so richtig krachen zu lassen. Ne? Guck mal, Swing Down. Ja, genau das ist es. Warte mal, wir können hier... Left CTRL, Space. Ah! Na, das ist doch was. So, Catwoman, mach mal hier das Türchen auf. Und dann schauen wir uns doch hier drinnen mal um bei Ivy. Der Pflanzen-Ivy, die Pflanzenfrau. Ivy, wir sind Catwoman. Wir haben ganz viele Katzen zu Hause. Gib uns Milch! Ivy, ich habe einen schwarzen Bildschirm. Hello, Ivy, you here? You shouldn't have come here. Hast du eine fiese Stimme, Ivy? Oh, come on. You're not seriously going to hold that against me forever, are you? You killed them all. Wen? They were just flowers, Ivy. I'll buy you some new ones. I know a place that... Okay, du bist ja ganz schön frech. Da hättest du jetzt mit rechnen müssen, dass die Ivy damit nicht einverstanden sein wird. Come on, Red. Can't we just... Ich habe ein bisschen Angst gerade. Oh mein Gott. Bio-Gangster, die aus Blumen entstehen. Hallo? Hey, Pammy. Here's an idea. If you want a boyfriend, how about trying the dating route? Don't Ich kann alles kontern, Kinder. Ihr habt keine Schnitte. Boah, bist du fett, ey. Zack. Du kannst es gar nicht versuchen, Mann. Haben euch gestunt, hä? Da seid ihr nicht drauf vorbereitet gewesen. Knee in your face. So, jetzt Peitschen-Action. Tja, dann hast du nicht gerechnet, dass wir hier Cut-Pollers haben. Genau, wir haben irgendwelchen Stuff aus unserem Apartment geholt, was irgendwelche Kullern. Keine Ahnung. Wir schmeißen die hin und alles sind verwirrt. Ach, tut mir leid, dass ihr das nicht sehen konntet. Ich wusste nicht, dass das Spiel echt jeden Shit speichert. Oh, Pounce to Ceiling. Jetzt wäre ich doch fast. Climb up.
Genau das können wir gut. Ey, wir machen euch platt, Blumenmenschen. Kenn ich doch gar nichts. Bis jetzt machen die noch nicht viel, muss ich sagen. Ah, wenn wir gerade peitschen, können wir nichts machen. Das ist schade. Wie er drüber gelaufen ist und hat jetzt... Das hat gestochen im Fuß. Da ist er gleich ein bisschen gestolpert. Dicky. Zack. Ach, flutscht das hier. Ich muss sagen, ich habe auch gerade testweise mal Schnee-Dogs gespielt. Und da ist das mit den Countern... Mit dem Countern timingweise noch ein bisschen schwieriger. Ist das hier schon schön arcadig beim Batman? Guckt doch, wie wir die vermöbeln. Also als Catwoman macht das schon nochmal eine Ecke mehr Spaß sogar als Batman. Catwoman so schön aussieht. Ich glaube da nichts. Komm jetzt her hier. Heal in your face. So. Auch muss ich mich noch ein bisschen daran gewöhnen. Dass ich meine Fresse jetzt hier am Mikrofon lasse. Ich glaube, ich klingt manchmal ein bisschen hölzern für euch. Aber wie gesagt, das hier ist eine Testaufnahme. Ich werde das alles. Aber. Wow, was war das denn? Kinder, ich habe eine übelste Übersicht. Guckt euch das an, Mann. Wir machen hier. Oh, Batman Power. Catwoman Power. Anne Hathaway. Zack. Critical Strike. Hier, du kriegst auch einen Critical Strike. Oh. Zack. Was haben wir hier gemacht? Was war das für ein Schlag? Hä? Haben wir den gekratzt oder so? Arkham City Sirens erfolgt. Jetzt hilf uns doch, wir sind so schön. Und du auch eigentlich. Wenn ich deine komische Haut wäre. Aber das kann man mit Chirurgie alles korrigieren, Ivy. Wenn wir jetzt schon beim Duzen sind. Tu uns nichts, Ivy. Bitte. Wo ist das, ein Cliffhanger? Sind wir jetzt wieder bei Batman? Natürlich sind wir bei Batman. Oh, bitte rede nicht so viel. Bitte. Get back here, Harley. Genau, Joker, du darfst. Ich bin Batman. Du hast so recht. There's nothing wrong with you. Nice of you to say. But you of all people should know there's plenty wrong with me. Hallo, Joker. Take my blood, for example. Da ist AIDS drin, wollen wir wetten? This stuff is killing me. Na, das glaube ich. Because now there's a teeny little bit of me in you too, Bats. Nee. Oh, come on. Also das ist schon ganz schön assi, muss ich jetzt echt mal sagen. Look, we're running out of time. I need your help. Mit was denn? I really had a cure. It was so close and then it was taken from me. Deswegen hast du uns jetzt mal angesteckt, hä? I'm fine with that. Are you? Imagine sucking down that last breath knowing that Gotham is doing the same. What are you talking about? Oh, didn't I say? I've spent weeks shipping samples of my blood to a machine all over the city. Gott sei Dank. So that's Protocol 10. Poison Gotham. Was? Das können wir nicht zulassen. Protocol 10? Never heard of it. Lügner. Oh. Dass wir das vielleicht nicht überleben könnten, daran hast du nicht gedacht, Joker. Was? Na Gott sei Dank sind wir Batman. Und uns steckt irgendwas in der Brust. Ah, ne. Hallo, wer ist denn da? Is someone feeling a little down? What do you want? Oh, Bat, cheer up. It won't kill you. Oops. Du Schwein. Where's the cure? Who has it? I had our cold-hearted friend Mr. Freeze making it. But he's gone dark on me. I'll find him. I bet you. So. Ein so groß wie das Ding ist, 1600 Euro teures Smartphone einfach zerdrückt. Weil Bruce Wayne hat so ein Ding garantiert in sein Ohr implantiert. Alfred, Joker's da sieht man's. Me. He may have poisoned Gotham too. Mr. Freeze has the only cure. What are you waiting for then?
He's in Arkham City. Find him. If only it was that simple. He'll be somewhere cold. He needs to be kept at sub-zero temperatures to survive. I don't know. In einem Kühlschrank vielleicht? But it is the middle of winter out there. I noticed. I've calibrated the cowl to track heat signatures. I'll find the coldest point in Arkham City. Na gut, wenn du das vorher sagen kannst. Mr. Freeze, gespielt von Arnold Schwarzenegger, wenn ich mich richtig erinnere. 190, Alter, bist du dick. Aber dafür sehr groß. Mm-hmm. Blue Eye Color. Mm-hmm. Victor Fries. Irgendwas mit Pommes also. Hier bitte wieder der obligatorische Text für euch zum Lesen. Bitte pausiert das Video, wenn euch interessiert, was es mit Dr. Freeze, Mr. Freeze auf sich hat. Vielen Dank. Scientific genius with speciality in cryonics. Employs an extensive area of cryo weaponry. Permanently altered to survive in a sub-freezing state. Wears protective freezing armor. Motivated by grief over the fate of his wife, Nora. Wife. A wife. Okay, alles klar. Da müssen wir halt Mr. Freeze finden. Das ist auch geil. Minus 1620 Grad. What? Diese Temperatur existiert in keinem Paralleluniversum dieses Nicht-Universums. Ach so, wir sind hier bei Minus. Das ist ganz schön kalt, Digga. WTF was? Was denn? Hä? Da steht nicht so ganz. Wir gehen erstmal da hoch. Das kann nicht falsch sein. Zack. Zack. Oh, Gott sei Dank, jetzt habe ich schon gleich Falle. Genau. Okay, hier sind wir anscheinend auf der richtigen Höhe. Hier nicht mehr. Oh, what? Not happy about this. Me neither. Ist da unten was? Nee. Joker really is dying, okay, Kinder, das geht mir jetzt noch nicht so richtig rein, wie ich jetzt hier... Hey, at least he's funny. Till he kills you. Okay. Hä? Ah, okay, 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 es wird immer kälter. Schön, schön. Mein Gott, wie weit denn noch? Freeze's lab must be this way. I'm definitely heading toward the coldest point. Ja, das merkt man schon. Aha. New side mission identified. Wollen wir mal wieder von side missions? Gotham FM building up to the north. I don't know how much longer I can stay hidden. Someone's trying to kill me. Hm. Das wäre ein Fall für Batman. Aber du sollst einfach sterben, weil wir wollen Mr. Freeze finden. Hey, irgendwie sind wir auf dem richtigen Weg, glaube ich. I think our relationship is really maturing here. The next thing you know is we'll be exchanging emails or meeting up for romantic dinners. Das kann ich mir gut vorstellen, Joker. Ich fand dich schon immer ein bisschen lecker. Das klang sau gay. Aber warum ist gay schlimm? Guck mal hier, Batarang in your face. The freaking Batman! Oh, du hast uns getroffen. Das darf nie wieder passieren. Wir sind so schnell, wir brauchen gar nicht kontern. Aber wir kontern trotzdem. Haha, Batarangs in your face. Donks. Okay. Die ganzen Einblendungen hin und wieder, die verwirren mich echt. Da denke ich immer, ich muss jetzt irgendwas tun. Aber muss ich gar nicht. Und dann mache ich das und dann sterbe ich und dann treffen die mich und dann roll doch meinen Ball auf die Straße und irgendwie mach meine Sandburg kaputt und so. Und dann muss ich auch ein bisschen weinen. Und jetzt habe ich gerade Lauf. Ah, der ist wieder vorbei, der Lauf. Ganz vergessen, dass wir hier dieses Critical Shit Stuff Zeug haben. Komm, du hast einen Freischlag. Du bist der Letzte, du darfst. Weil ich es mir wert bin. Das war nicht ganz der Rhythmus, aber stimmt irgendwo. Okay, Someone's ignited a distress flare on this rooftop. Either someone inside needs my help, or it's a trap. What the F? Ich glaube, es ist eine Trap. The old GCPD building. Freeze must be using one of the old forensic labs. I've got to get in there. Tja, wie machen wir das denn? Stop it! The door, it's shut tight. So what now? You two keep trying to get in. I'll blow their faces off if they try to get out. Oh, das ist spannend. And then what?
We just grab Freeze and take him back to the Joker? It's the Bat! Oh! He's dead! Oh! Das sollte jetzt nicht passieren. Ich habe gedacht, ich habe die Situation unter Kontrolle. Naja, Kinder. Ist überhaupt kein Problem. Wir sind Batman. Und deswegen können wir hier auch jetzt einfach mal den Part beenden. Das war eh eine Testaufnahme mit dem neuen Mikro und so. Ich hoffe, es taugt euch. Mir taugt es auf jeden Fall, glaube ich. Ich werde das Ganze ein bisschen feintunen. Dann werden wir weiter Batman spielen. Batman. Arkham City. Core LP 100 spielt mit euch. Batman Arkham City. Und natürlich auch weiter in Far Cry 3. Wir werden das Ding nicht pausieren. Das klingt ein bisschen kritisch, wie ich das gesagt habe. Aber wir müssen mit unseren Sekundär-Let's Plays aufhören. Da wartet ja Sleeping Dogs auch noch. Und diese Ladezeit ist echt zum Kotzen lang. Aber das soll uns nicht interessieren. Wie gesagt, es wird weitergehen. Riesige Let's Play-Action mit Core LP100. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr mich so lieb habt und mir jeden Tag irgendwie mehrere Minuten eures Lebens opfert. Das bedeutet mir sau viel und genau deswegen mache ich auch weiter. Core LP100 verabschiedet sich für heute und tschüss.